Recht schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary hier bei eurem German LPK. Ich habe heute im Hintergrund ein Bad Company 2 Gameplay. Das letzte kam mir sehr gut an und da dachte ich mir, gut, haust du noch eins raus. Der Score ist wie auch beim letzten Bad Company 2 Gameplay nicht gerade Bombe, aber ich sag mal so, das interessiert ja die wenigsten von euch. Ich mache genug Kills, aber ich gehe halt auch oft down. Ich hoffe, ihr könnt das akzeptieren. Nun habe ich für euch natürlich auch ein Thema mitgebracht, und zwar die Paralympischen Spiele, die Paralympics, wie man sie auch nennt. Und vorweg erst einmal, das sind Olympische Spiele für Sportler mit Behinderungen. Ich denke, das ist den meisten klar. Seit dem 29. August läuft das Ganze, es war nämlich die Eröffnungsfeier und jetzt ab dem 30. geht es dann so richtig mit den Wettkämpfen los. Ja, und ich höre halt so die zwei Lager immer wieder raus, ja, auch im Freundeskreis, dort wird auf der einen Seite gesagt, sehr cool, dass sich Leute mit Behinderung auch auf einer großen, auf einer weltweiten Bühne präsentieren können, aber ich höre halt auch immer wieder und auch im Fernsehen, ja, muss denn das sein, die Behinderten, das ist halt nicht schön, das ist nicht wirklich filigran und unrund wirken. Nun möchte ich aber erst einmal festhalten, dass es erstmals diese Paralympics 1948 parallel zu den Olympischen Sommerspielen gab. Seit 1960 werden die Wettspiele für Behinderten regelmäßig ausgetragen und seit 1992 werden die jeweils 3 Wochen nach den Olympischen Sommerspielen ausgetragen. Ja, ganz wichtig. Man muss aber nun sagen, dass diese eben wirklich eine viel geringere Aufmerksamkeit bekommen. Das merke ich auch. Ich habe jetzt extra mal heute nachgeguckt, wie schaut denn das aus mit der Live-Übertragung und wir haben heute, wo ich dieses Video aufnehme, den 30.08. Donnerstag, den 30.08.2012. Und ich habe geguckt um 13 Uhr. Habe also eingeschaltet, ZDF. Und dort war auch gerade ein Gespräch mit einem Behinderten. Der hatte eine Verkrüppelung am Arm, wenn das korrekt ist. Und ja, war ein ganz interessantes Gespräch. Aber ich habe gedacht, nun zeig doch auch mal ein bisschen den Sport. Aber da war jetzt nichts zu sehen. Vielleicht kommt das ja noch. Ich schalte gleich nochmal rein. Auf jeden Fall muss man sagen, ich habe dann im Videotext nachgeguckt, wie sieht's aus mit der Übertragung. Ja, nicht so Bombe. Von 12 bis 15 Uhr wird übertragen, das war's denn. Also ist schon ziemlich mager. Wenn ich überlege, die Olympischen Spiele 2012, die richtigen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, diese wurden ja wirklich rund um die Uhr übertragen. Ich bin aufgestanden um 12 Uhr, da lief das schon seit 9 Uhr oder seit 10 Uhr und das ging dann abends bis 1 Uhr. War nicht alles live, aber bis 1 Uhr die Berichterstattung. Den ganzen Tag kamen dort die Spiele. Nun muss man natürlich sagen, es sind weniger Sportarten, es sind weniger Entscheidungen, ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich weiß nicht, man sollte doch auch den Paralympics ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Jetzt bleibt vielleicht die Frage offen, ob bei Eurosport mehr kommt. Da müsste ich vielleicht mal nachgucken, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Die waren auch ein bisschen geschickter, was die Live-Übertragung angeht und so. Also teilweise hat man Entscheidungen in ARD und ZDF völlig verpasst. War ziemlich schade. Na gut. Ja, und eben diese fehlende Aufmerksamkeit sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass es immer wieder diese große Distanz gegenüber Sportlern mit Behinderung gibt oder allgemein Leuten mit Behinderung gibt. Man versucht ja nun seit Jahren, das Ganze ein bisschen mehr zu integrieren und diese Leute eben auch als Menschen, wirklich als Menschen darzustellen. Es gab ja auch mal eine Zeit, dort wurden Menschen mit Behinderung eben als Abschaum, als Untermenschen dargestellt. Ich rede jetzt nicht mal unbedingt vom Nationalsozialismus. Dort war das ja sowieso ganz extrem unter Hitler. Aber auch in anderen Zeiten, ja, dort wurden eben Menschen, die nicht so aussahen wie die anderen, die nicht genau gleich waren, komplett als Abschaum bewertet. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr ganz so extrem heutzutage, aber es gibt immer noch genug Leute, die sagen, ja, Behinderte sind eben nicht normal. Natürlich, sie haben ja auch eine Einschränkung, natürlich, aber trotzdem sind sie Menschen, sie haben ja ein Gehirn, ja, sie denken ja nach, sie haben Gefühle, sie haben alles, was einen Menschen auszeichnet, sie haben halt nur irgendwas, was ihnen am Körper fehlt. Sei das ein Arm, sei das ein Bein, ja, irgendwas, oder sie sind sehbehindert, aber dafür können sie ja nichts. Das kann durch einen Unfall passiert sein, das kann angeboren sein. Da gibt es so viele unterschiedliche Dinge und ich finde einfach, dass man so Leuten auch eine Bühne geben sollte. Dass man so Leuten wirklich diese Bühne geben sollte und sagen sollte, Leute, guckt hin, die können auch was, die können auch sportliche Leistungen bringen. Natürlich ist es nicht vergleichbar mit einem Usain Bolt im 100 Meter. Natürlich können die da nicht mithalten. Da gibt es ja diesen Typen, der, ich sag immer dazu, diese Känguru-Dinger, weil ich kenne das nur, diese Känguru-Federung, wo man ganz hoch springen kann. Und der hat sowas auch, weil er keine Beine hat oder keine Füße. Oder ich sag mal hier ab, warte mal, hier ist Oberschenkel und dann kommt der Unterschenkel und beim Oberschenkel ist sozusagen, also der Unterschenkel fehlt, ja, mit dem Fuß, also das ist nur auf der Oberschenkel dran. Und dort sind ja dann diese Dinger drauf gestülpt und der kann rennen dadurch. Und es ist so, der ist ja diesmal als Behinderter im Grunde bei den richtigen Olympischen Spielen angetreten, hat eine riesen Aufmerksamkeit bekommen und ist richtig krass als Letzter abgekackt.
Und im Vorfeld hieß es, das ist so unfair, das geht doch nicht. Ja, also ich, auch im Freundeskreis, wir saßen zusammen und dann gab es wirklich häufig die Meinung, was soll denn das? Der zieht die doch bestimmt jetzt hier voll ab. Ja, wurde richtig fett letzter. Ne? Also bei den Paralympischen Spielen ist er wohl ziemlich gut, wie ich mitbekommen habe. Dort gewinnt er auch. Aber bei den Olympischen Spielen reicht es nicht. Also muss man eben ganz klar festhalten, ja, diese Menschen sind in ihrem Leistungsniveau schwächer. Aber wie gesagt, sie haben ja auch leider eine Behinderung. Aber ich meine mal, es ist ganz klar so, die Menschen haben ein Recht, sich zu zeigen und auch sportlich aktiv zu sein. Vor allen Dingen in diesem Rahmen, es ist doch ein sehr schöner Rahmen. Ein Rahmen, der sie als normale darstellt. Wenn ich überlege, das ist mir im Vorfeld noch so eingefallen, als Negativbeispiel. Es gibt auch gerade im Fernsehen Sendungen, die versuchen eben eher diese Menschen als andersartig darzustellen, als verrückt schon fast. Und das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, RTL 2. Dort gibt es zwei Sendungen, die mir eingefallen sind. Die eine heißt Extrem schön und die andere heißt, oh Gott, jetzt lasst mich nicht lügen, Außergewöhnliche Menschen. Außergewöhnliche Menschen. Ich gucke das nicht. Ich habe es nur mal mitbekommen und ich finde das so ekelhaft, wie sie die Leute da darstellen. Außergewöhnliche Menschen, das sind aber jetzt nicht unbedingt mit normalen Behinderungen Menschen, sondern so Menschen, die zum Baum werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Baummenschen. Oder wo ein Riesentumor das ganze Gesicht verdeckt. Das ist so traurig, weißt du. Und der Junge da, der heult sich da die Seele aus dem Leib und schön drauf hier halten mit der Kamera. Sind keine RTL 2 Originalaufnahmen. Die werden ja meistens von irgendwelchen amerikanischen Sendern eingekauft. Ist ja in Ordnung. Aber wie es einfach dargestellt wird, ja, guck mal hier, ja, richtig schön immer drauf halten, zeigen, oh, damit die Leute sich ergötzen können daran, dass sie selber anders sind, nämlich normal, wie man das heutzutage definiert, das ist eine Schweinerei. Also das finde ich absolut scheiße und auch extrem schön. Dort sind Menschen, ich habe das einmal so ausschnittsweise gesehen, oder in der Vorschau läuft das ja manchmal, ey, die sehen aus, wirklich, es ist ganz schlimm, ganz traurig und ich finde es gut, wenn man diesen Menschen hilft, ohne Frage. Aber das muss man nicht so zeigen, das kann man anders machen. Man muss die nicht erst ewig begleiten und zeigen, so läuft er durch den Tag, so eine Schwierigkeiten hat er. Ja, das wissen wir, dass ein Mensch, der solch eine Einschränkung hat, eben wirklich auch benachteiligt wird. Weiß ich alles. Sowas muss man mir nicht mehr so krass zeigen. Vor allen Dingen nicht in diesem Maße, wie es dort getan wird. Man kann das auch auf andere Art und Weise machen. Ich kenne zum Beispiel auch Programme, dort werden Behinderte einfach ganz normal als Sprecher eingesetzt, was gibt es da noch als Sprecher oder moderieren mit die Sendung und so muss man das im Grunde angehen. Ja? Wenn diese Menschen eben nur eine geringe Einschränkung haben, dann finde ich das in Ordnung. Was dagegen anders ist, ist wirklich, wenn man geistig sehr eingeschränkt ist. So, dass man eben nicht genau weiß, was macht diese Person. Dass sie nicht voll bei ihrem, ich sag mal, Bewusstsein ist. Diese Menschen, die sollte man auch normal behandeln, aber man muss eben doch dort eher aufpassen. Sowas würde ich zum Beispiel nicht in diesen Projekten wie in Schulen machen. Ich habe jetzt letztens bei meiner ehemaligen Grundschule geguckt, die war ja völlig verblüfft. Da hing so ein Schild, ich gehe so ran, wusste erst nicht, was das heißt, habe das bei Google nachguckt. Ach, guck an, sagte ich, ach, guck an. Dort waren nun tatsächlich auch Behinderte auf dieser Schule, oder sind, sie sind es ab jetzt. Diese Schule nimmt da an irgendeinem Projekt teil und es teilen sich nun Behinderte mit normalen Schülern eben die Klassenräume, finde ich in Ordnung. Problematisch ist, ich habe einen Rollstuhlfahrer gesehen, da wusste ich jetzt nicht, ob die da irgendwie auch einen Fahrstuhl eingebaut haben oder sonst was, aber müssen sie ja eigentlich, ich habe nie Bauarbeiten an der Schule gesehen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, oder er ist nur in den unteren Räumen. Aber das ist natürlich auch eine Einschränkung, er wird Teile der Schule nie sehen. Man sollte es so gestalten, dass diese Menschen sich auch ganz normal bewegen können sozusagen, ja, also überall hinkommen. Weil andernfalls ist es auch schon wieder eine Ausgrenzung. Und die Jungs zum Beispiel, die ich da gesehen habe, die haben Ball gespielt oder Weitwurf oder sowas gemacht, einfach nur so aus Jux und Dollerei. Ja, und er saß nun daneben in seinem Rollstuhl bei 30 Grad, es war sehr heiß an diesem Tag. Und ja, ich weiß nicht, der war wahrscheinlich glücklich, dass er mit den Spielen durfte, aber ja, er saß halt im Rollstuhl, er tat mir irgendwie leid, weil er konnte nicht wirklich mitmachen und da muss man halt überlegen, ist das so sinnvoll? Und das ist das, was mich im Grunde auch interessiert, was ihr dazu sagt. Sollte man diese Menschen völlig integrieren? Ich habe mich ja dafür eigentlich total ausgesprochen. Oder sollte man sie doch gesondert behandeln oder sollte man sie eben, ich sag mal, mit in die Gruppe integrieren, aber trotzdem ihnen noch eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen, ja, gerade was so Schulprojekten angeht. Bei Olympischen Spielen könnt ihr mir es auch sehr gerne schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr das gut findet, dass es die Paralympischen Spiele gibt und dass sie als eigene Veranstaltung durchgeführt werden, oder sollte man die Paralympics
zeitgleich mit den Olympischen Spielen austragen. Ja, also das, weißt du was ich, auf der einen Hälfte der Bahn wird 100 Meter der normalen Männer in Anführungsstrichen gemacht und auf der anderen Hälfte wird 100 Meter ich weiß ja nicht, welche Behinderung bei 100 Metern genutzt wird, die auf der anderen Hälfte. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit? So könnten alle gemeinsam agieren. Also es ist ein sehr schwieriges Thema und ich würde mich mal sehr darüber freuen, wenn ihr mir auch meine Meinung hinschreibt. Und nicht wieder geiles Gameplay oder toll gesagt, ich will wirklich eure verfickte Meinung haben. Schönen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Commentary wieder.